Jo, willkommen zurück zu Zimmer Talked. Heute soll es um die nervigste Gesellschaft überhaupt gehen, nicht um das ZDF und das ARD. Erstmal zu denen an sich. Warum soll ich dafür zahlen, dass ich Fernsehen gucken kann oder Radio empfangen kann, wenn ich es nicht tue? Weil ich tue es überhaupt nicht. Wenn ich irgendwas gucke, dann sind es YouTube-Videos von Hearthstone-Streamer oder irgendwelche Let's Plays von anderen Let's Player oder irgendwelche Animes. So, das gucke ich. Aber nichts im Fernsehen. Erstmal, ZDF, ARD kann man jetzt nicht als ASI-TV abstempeln wie RTL oder so. Das kann man nicht. Aber ZDF und ARD sind die Könige des langweiligen Fernsehens. Langweiligste Unterhaltung garantiert. Wirklich. Das könnte man so als Slogan machen. Langweile garantiert. So einschlafen ist vielleicht ganz gut. Was kommt da? Langweilige Dokumentarsendung. Tausendmal die gleichen Nachrichten am Tag. Irgendwelche politische Scheiße, die ultra langweilig ist. Oder irgendwelche Tatorte, die Langeweile auf den absoluten Höhepunkt bringen. Ne? Wenn man jetzt einen Krimi gucken will, dann erwarte ich einen richtig fetten Thriller, so einen absolut geistesgestörter, der irgendwelche Einzelteile von Menschen sammelt und dann irgendwie einen Fetisch hat, seine eigene Menschen zu kreieren. Das wäre eine geile Story, aber nicht ein Tatort. Ja, da wurde einer ermordet. Wer war's? Leute befragen. Und am Ende erwartet man dann einen heftigen Showdown, wenigstens, mit dem Mörder. Und dann kommt der Mörder. Ja, ihr habt mich erwischt. War alles scheiße, was ich gemacht hab. Tja, jetzt muss ich mit den Konsequenzen leben. Dum, dum, dum. Und dann. Du, 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 du. Dann kommen die Credits. Top. Für so eine Scheiße soll man Geld bezahlen. Und Radiomusik sowieso, also die Musik im Radio ist halt cancer as fuck, nur immer Charts und nur das Schlechtste, tausendmal am Tag. Ganz ehrlich, auch absoluter Scheiß. Die Radios in Germany, in Deutschland, die geben einem ja nicht die Option, irgendwie eine Musikrichtung zu wählen. Mein Vater war mal in den USA, der hat mir berichtet, in den USA gibt es halt für jede Musikrichtung einen Radiosender und das ist top. Da gab es sogar einen Death-Metal-Radiosender. Alles, was das Herz begehrt. Was ich mir wünsche, wäre es hier eben halt auch zu haben. Entweder ein Metal-Sender, ein Elektrosender und ein House-Sender. Das würde so das, was mich persönlich ansprechen würde. Und das gibt's halt im deutschen Radio gar nicht. Wenn man mal Glück hat, hat man mal einen populären Elektrosong, den man aber da auch schon tausendmal gehört hat, ne? Avicii und so. Und das war halt auch nicht das Wahre. Und dafür zahle ich doch kein Geld. Deswegen habe ich mich da informiert, wie kann ich dagegen angehen. Ich bin ja Student. Und dann habe ich das so gelesen. Ja, geht nur, wenn man BAföG hat, ne? Sonst geht das nicht. Habe ich erst einen Antrag hingeschickt, ne? Ablehnung. Hatte ich natürlich kein BAföG. Habe einfach geschrieben, ich bin Student mit Bescheinigung. Hat nicht gereicht, ne? Also nur die, Pass auf, Freunde, jetzt kommt nicht der Scheiß. Ich weiß nicht, was die Vollpfosten sich gedacht haben. Es ist nämlich so, Studenten, die BAföG bekommen, müssen den Scheiß nicht bezahlen. Aber die, die nichts bekommen, die zusehen müssen, wie sie irgendwie über die Runden kommen, die dürfen noch die Scheiß-Rundfunkgebühren von 53 Euro in 3 Monaten bezahlen. What the fuck? Die, die nichts haben, müssen zahlen? Obwohl sie trotzdem Studenten sind? Die widersprechen sich in folgenden Punkten. Studenten, die BAföG bekommen, müssen es nicht zahlen. Es sind aber Studenten. Also, man hat also die Begründung, Studenten, die müssen gefördert werden und sollen also diese Rundfunkgebühren nicht bezahlen. So. Aber Studenten, die kein BAföG bekommen, trotzdem Studenten sind, die auch als Studenten natürlich durchgehen, die müssen zahlen? Ihr ARD-Typen, ihr habt doch echt alle eine Mütze. Wo ist da der Sinn? Das ergibt keinen Sinn. Das ist der größte Bullshit aller Zeiten. Das habe ich mich schon immer gefragt. Ja, und da habe ich das da hingeschickt, wurde abgelehnt. So, und irgendwann,
nach vielen Hin und Her mit, hast jetzt Uni gewechselt, du bist jetzt im vierten Semester oder nee, doch im fünften. Und dann war ich am Ende doch im dritten und deswegen habe ich nochmal kurz eine kleine Nachzahlung bekommen. Und dann hatte ich ja einmal kurz eine Nachzahlung bekommen und habe ich sofort geschaltet. Ich bin ja nicht doof. Hab sofort das dann schon zum scheiß ZDF geschickt. Hier, jetzt krieg ich BAföG. Und, was war heute im Briefkasten? Ja, ich bin befreit. Ich kriege eigentlich gar kein BAföG mehr. Aber ich hab's einmal kurz bekommen. Und das hat gereicht, Mann. Ich hab die voll verarscht. Ich bekomme eigentlich kein BAföG. Und ich hab das so hingeschickt, so hab getan, so, ich bekomme jetzt BAföG, ihr. Ich mach das nicht mehr mit. Ich brauch's jetzt nicht mehr zahlen. Und, richtig. Und das Geile ist, pass mal auf. Wo ist der Scheiß? Ja. Da unten. Wisst ihr, was das war? Die haben hier noch einen 35-Euro-Check damit reingelegt. Warum? Warum? Ich habe einfach 35 Euro geschenkt von den Spacken. Also da, riesen, fetten Daumen hoch, ne? Doppelten Daumen sogar. Also ganz ehrlich, das hätte ich jetzt nicht erwartet von solchen Idioten, die quasi Studenten, die nichts verdienen, eigentlich noch einen Arschtritt geben wollen. Ja, geben sie natürlich denen, die ja, die quasi BAföG bekommen, die kriegen noch einen Scheck. Aber ja gut, mir steht's eigentlich nicht zu, ich hab's einmal bekommen, gut, wenn's reicht, dann ist es gut, ansonsten habe ich die jetzt bitter verarscht und das haben sie verdient. Ich meine, what the fuck? Ich versteh's nicht. Warum muss man das so definieren, ey? Warum bekommen die, die eben halt kein BAföG bekommen, müssen diese Scheiße bezahlen? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Deswegen, absolut gerechtfertigt. Und was meint ihr dazu? Habt ihr auch schon solche Probleme gehabt mit den scheiß Rundfunkgebühren? Also ich hab's jetzt überlistet, ja. Bin ich sehr dankbar, dass ich einmal kurz BAföG bekommen habe, weil das hat ausgereicht und das wollte ich eigentlich auch nur. Ja, richtig viel Geld im Jahr gespart, ne? Viermal 50 Euro, 200 Euro im Jahr gespart. Bum, 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 bum. Ist nicht schlecht. Insofern würde ich sagen, sehen wir uns beim anderen Video wieder. Das wollte ich euch nur mitteilen, weil das, finde ich, ist eine ziemliche Frechheit von denen. Für Scheiße zahlen? Viel zahlen? Obwohl ich es nicht mal gucke, ich meine, das wissen die nicht, aber ich habe keinen Fernseher, ich habe kein Radio, mich interessiert es nicht. Und ja, dann gibt's halt noch diese Problematik, die ich jetzt schon tausendmal angesprochen habe, ne, mit die was kriegen, die müssen es nicht zahlen, die nichts kriegen, die müssen es zahlen. Whatever. Freunde, macht's gut, haut rein. Ich bin auf jeden Fall erleichtert.